Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Scorn. Das ist schon ein bisschen länger draußen. Ein sehr gutes Horrorspiel. Und die Story dazu kann man, glaube ich, nicht wirklich erklären. Wir werden es einfach spielen. Das Spiel selber erklärt auch überhaupt gar nichts. Man kommt da einfach rein und dann nach dem Motto, mach mal. Ich gehe auch nicht komplett blind rein in das Spiel. Ich habe mal vor Ewigkeiten damals mal ein Let's Play angeguckt. Ich weiß so im Rande noch, was so ungefähr passiert. Aber nicht mehr alles im Detail oder wie die Rätsel funktionieren etc. Trotzdem dachte ich, wir spielen das mal. Ich habe das eigentlich auf meinem Discord-Server zur Verlosung ausgegeben. Wollte aber keiner haben. Da dachte ich, ja, dann spiele ich es halt selber. Yes, kommt gerne auf den Discord-Server. Große Community, gibt auch kostenlose Spiele da. Nur so nebenbei. Okay, es gibt auch eine Epilepsie-Warnung für das Spiel, also wenn ihr da irgendwie sensibel in die Richtung seid, sollt ihr vielleicht das Spiel nicht angucken. Nur damit ich es jetzt am Anfang mal gesagt habe. Okay, ich würde sagen, ich sage hier neu laden, überschreiben. Ich habe es noch einmal gestartet, um zu gucken, wie es funktioniert. So, und damit dürfen wir jetzt auch selber spielen. Wir haben einen sehr interessanten Körper. Es wird halt überhaupt nicht gesagt, wer wir sind, was wir sind, wo wir überhaupt sind, was das hier ist. Aber der Sturz hier, der hat bestimmt wehgetan. Okay, I guess dadurch? Nö. Hier fehlt mir irgendetwas. Alles klar. Ja, dann vermute ich hier lang. Ah, ich weiß jetzt schon, dass mein Zukunft sich mich verfluchen wird, dass ich gesagt habe, ich mache das Let's Play zu Scorn. Okay. Da kann ich auch nicht rein. Was auch immer das hier ist. Wie sieht es aus mit Rennen? Okay, Rennen geht. Okay. Also es ist schon ziemlich geil gestaltet, muss ich schon sagen. Das kann ich mich so knapp noch erinnern. Da musste man, glaube ich, irgendwas da herumschieben hier. Okay. Ist das mit der Tür? Nö, aber da leuchtet so ein Ding. Alles klar. Hier geht's nicht weiter.
Aber geile Grafik. Also es ist alles auf maximal eingestellt. Sieht gut aus. Geh durch. Ja, das war dann vermutlich One Way. Okay. Das sieht halt alles so organisch aus. Man hat das hier alles gelebt. Oh. Diese ekligen Dinger. Ich guess. Wir stecken da jetzt einfach mal unsere Hand rein. Warum auch nicht? Ja. Ein Alien-Ding mit was auch immer das da ist. Passt vermutlich soweit zu unserem Körper. Alter, was ist mit uns passiert? Ich guess jetzt geht das Ganze hier. Richtung verwenden Ende. Ja, das ist alles organisch da. Verwenden? Nee. Ah, so kann man wechseln. Verwenden? Okay. Ja, I guess that's it. Oh, scheiße. Es geht wieder zu. Moment. Okay. Noch mehr von den Dingern hier. Alles klar. Dort ist doch so eine Station. Was machst du? Ja, überhaupt nicht eklig. Okay. Ich gehe mal davon aus. Da muss was drunter. Okay, sowas wie ein Kran. Da kann ich nichts machen. Da hat es aber auch noch mal so ein Teil. Was machst du? Okay. Runter. Okay, damit kann ich irgendwas rausnehmen. Aber dazu fehlt mir auch was. Okay, das geht schon mal nicht. So. Da hat es zweimal das hier. Kurz testen. Und geht wieder zu. Hier. Okay, also es müssen beide Terminals hier zeitgleich bedient werden. Gehen wir mal da rein. Es sieht aus wie so Ölpumpen. Nur, dass die halt garantiert keine Ölpumpen, sondern irgendwas anderes. Okay. Was machst du? Okay. Und jetzt? Verwenden?
Der nimmt hier was raus. Und dann wieder da hinten hin. Okay, also auch hier fehlt was. Geht aber so eine Schiene hin. Was macht das Teil? Alter! Okay. Gut. Oh, da ist noch so ein Ding. Irgendwann einen zweiten Handschuh oder sowas? Naja, okay, das kann ich nicht verwenden. Ganz viel nix. Auch nix. Ist das hier irgendwas? Nee. Sieht so aus, als ob hier schon länger keiner mehr gewesen ist. Da hat es noch einen Raum. Komm ich da hin? Ist irgendwo hier. Seht zumindest hier keinen Weg rein. Da ist nichts, da auch nicht. Das ist, glaube ich, die. Nee, was haben wir hier? Nix. Nix, nix. Gut, das nächste. Ah, da geht's nochmal hin. Nochmal so ein Teil. Da hat's einen Lift. Und das ist hier wieder der Anfang. Okay, gehen wir nochmal in den einen Raum hier zurück. So, hier mal rumspielen. Okay, irgendwas zum Rausschaben. Und du machst... Ach, das ist wieder Greiferding hier. Okay. Ah, dann ist das vermutlich der einzige Weg. Einmal nach oben. Oder unten. Aber eher nach oben. Oh, an das kann ich mich erinnern. Das ist, glaube ich, das erste Rätsel. Ja, erstmal hier umgucken. Aha. Da ist zu. Ich dachte, da hat sich gerade irgendwas bewegt. Wo geht's denn hier hin? Es sieht aus wie ein Transportwagen mit. Was auch immer das ist. Okay. Er hat mich raten. Komme ich nicht rein. Nö, komme ich nicht rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die Locations öfter besucht hat. Das ist so lang her. Nur mal so ranfetzen. Noch eine Tür. Ich meine, probieren kann man hier mal. Das auch zu. Noch so ein Transportteil.
Da wären wir jetzt wieder am Anfang. Gut. Da hat so Leuchtedinger. Zwei Konsolen. Ich probiere erstmal die hier aus. Ich vermute mal, wir müssen da zwei so Dinger, die hier so rumleuchten, die müssen wir dann vermutlich da auf dieses leuchtende Ding hier hinmachen. Das ist so ein Schiebepuzzle, oder? Ja. Also wenn es jetzt nur das da ist. Dann wäre das jetzt ziemlich einfach. Ja, mal ausprobieren. Okay, I guess this one fail. Okay, wir haben ja Gott sei Dank zwei. Einmal nochmal hier hin. So, das zweite da. Mal schauen, das da. Ah, das ist so ein Doppelding. Das heißt, da oben müsste jetzt irgendwie alles frei werden. Das kann ich nicht bewegen. Geht es da nach rechts weiter? Ah ja. Ja. Das ist ein ganzes Quartettding hier. Es wird spannend. Vielleicht muss ich mir hier oben erstmal irgendwie Platz machen. Ich krieg das halt nicht runter. Andererseits, ich kann doch mal schauen. Ich habe da mal so eine Idee, wenn ich mal den hier nehme. Den da runter. Das rüber. Da runter. So, jetzt ist der da aus dem Weg. Das ist ein einzelner. Den tue ich jetzt gerade mal weg. Wie kriege ich die oberen weg? Bringt mir das was, dass das jetzt so wäre? Nee, ne. Guter Rat ist teuer. Wenn ich nur das Ding da oben irgendwie wegkriegen könnte. Warte mal, wir machen das mal hier nach oben. Ja, das ist auch nicht die Lösung. Andererseits was testen. Wenn ich jetzt den hier nach oben mache. So, die einzelnen Dinger mal hier nach oben.
damit ich das Kadett-Ding hier nach unten krieg. Alter, wer macht so ein beschissenes System, ey? So, so in dem Stil. Ja, jetzt habe ich aber das Problem. Jetzt ist... Ah, nee, Moment. Jetzt kann ich das dann machen. Ah, das ist mir auch keine Hilfe. Oder... Was ist, wenn wir das hier auch noch wegnehmen? Oh, ich glaube, ich habe einen Ansatz. So, und dann kann der obere da weg. Ja, ich glaube, ich hab's. Und jetzt noch der hier. Und der einzelne. Okay. Ich habe nicht 5 Jahre gebraucht für das Rätsel. Bin stolz auf mich. Oh, Moment. Die müssen hier auch noch weg. Das Problem ist... Wie kann ich das jetzt hier umgehen? Shit. Da hinten ist jetzt alles voll. Ach Mann, jetzt war ich so nah dran. Mal schauen, wenn ich die einzelne Kugel hier runter mache. Na, das bringt mir ja nichts, ne? Ist ja nach wie vor im Weg hier. Die Kugel mache ich doch wieder mal kurz nach links. Weil ich glaube, ich muss da mit meinem Ding schon irgendwie runter. Ich brauche hier irgendwie so einen Zweierplatz noch. Ah, Moment. Me has a idea. Ne, ne, ne. Moment. Zuerst die Kugel hier runter. Dann habe ich eine weniger, die im Weg ist. Ne, Kugel da runter. So, jetzt das Zweier-Ding hier. So, und jetzt... Na, nee. Jetzt ist die eine Kugel da noch im Weg. Und die kriege ich so nicht weg. Wie kriege ich die eine Kugel weg? Dabei kann die noch da oben. Ja, aber es wird mir gar nichts bringen, dass die da oben ist. Guter Rat ist teuer. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Okay, ich lasse das mal ganz kurz auf mich wirken. Oh, ich sehe gerade. Da rechts unten ist noch ein Platz frei. Wir hätten da noch mal eine Kugel hinbringen müssen. Wie kriege ich jetzt da am schlauesten die Kugel hin? So mache ich mal jetzt natürlich auch wieder alles dicht. Ich krieg so keine Kugel mehr da unten rein. Hast du auch einzelne Kugeln? Ja, das sind einzelne Kugeln. Ah, shit. Außer...
Nee, ich kriege auch die Kugeln so nicht raus. Ich mache immer zwei frei. Ach Mann. Kann ich nicht einfach nur Horror haben? Mache ich alles hier wieder rückgängig. Ja, so komme ich nicht vorbei. Ah, wobei. Es ist alles ein bisschen useless hier. Okay. Ich gebe dir mal kurz eine gedankliche Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Totale, da wäre ich wieder. Ich habe es geschafft. Also ich habe jetzt so ein bisschen 10 Minuten gebraucht. Hab's aber dann endlich hingekriegt, hier alles sauber zu machen. Und jetzt ist die zweite Kugel da oben. I guess. Ich gehe mal hier wieder raus. Das ist bestimmt sehr gesund, was wir hier machen. Und jetzt den hier. Und ich hoffe, die geht jetzt nicht auch kaputt. Was? Okay. Und jetzt? Okay. Ja, ich vermute mal, wir dürfen da jetzt wieder runtergehen. Gut. Hallo Lift. Einmal nach unten bitte. Ja, in welche Richtung ging es raus? Ah, da. Tja, und jetzt? Also von da kommt schon mal nicht. Ich weiß doch nicht, was ich hier machen muss. Hat sich hier was verändert? Nee. Ja, I guess wir gehen die Räume jetzt nochmal ab und schauen, ob sich was verändert hat. Hier war ja nur der Kran, das mit dem hier. Wo könnte diese Kugel runtergekommen sein? Ist hier was Neues? Nee, nur dass ich hier nicht reinkomme. Ich höre was. Und wo kommt es? Das hört sich so an, als würde es von da hinten kommen. Ich kann es so überhaupt nicht deuten, woher das kommt. Nee. Sind wir da schon drin? Das ist die Kammer hier, da ist der Lift. Nee. Oh, auch nicht. Da ist Sackgasse. Vielleicht gehe ich doch mal in der Mitte nach oben. Ach, da oben. Moment. Verwenden.
dann nach unten. Was zum... Was bist du? Aber bist du ein Mensch mit irgendwas anderem gekreuzt? Alter. Machen die hier komische Experimente oder ist das eine Brutkammer? Mit dem kann ich jetzt was tun. Richtung. Vorwärts. Jetzt sind wir bei der Station. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ja, ich weiß halt leider nicht, wie ich dich da rausbringen kann. Okay, hier geht's schienentechnisch dann da rein. Wir müssen da lang. Und ich glaube, die Dinger da kann man von da oben verändern. Einmal der Aufgang hier. Ach da. Okay. Der Typ ist da hinten. Ach da. Verwenden. Ja, ich glaube, das war's schon. Okay. Ja, sieht richtig aus. Okay, runterspringen ist auch nicht. So, wir machen jetzt mal weiter. Ich weiß aber noch nicht, wie uns das helfen wird. Alter, das tut mir so leid. Ich bin aber neu hier. Wo sind wir jetzt bei dieser Station? Ich vermute mal, war das der Greifer? Nee, der macht irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe die Maschine gefunden, die dich aus dem Ding da befreit, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht angenehm werden. Ja, schön an uns vorbei. Okay. Ich hoffe, du überlebst es. Und wenn du es überlebst, dass du mich bitte nicht angreifst, wenn du da jetzt hier befreit wirst.
Das war nicht das, was ich erwartet habe, was passiert wird. Und jetzt? Ja. Ich habe mal Achievement gekriegt, 002, Hand in Hand. Jetzt habe ich eine Hand. Ah, warte mal. Das können wir jetzt vermutlich in das eine Gerät da reintun. Was das gleiche Ding wie bei mir gemacht hat. Ich glaube, das war irgendwo da hinten. Ob das jetzt auch ohne den Tod gegangen wäre? Wenn wir hier reingefahren wären? Wobei, da wäre es vermutlich einfach nur ein anderer Tod gewesen. Weil, war das nicht hier mit der... Ja, da ist das Ding da. Ich glaube, das ist einfach nur eine andere Art und Weise zu sterben. Okay. Das Teil da. Aber wir brauchten doch... Was, zwei Hände oder nicht? Ist mal bei dem da. Nee. Oh doch, funktioniert. Okay. I guess das war dann mal Stage 1. Und das war nur der Anfang. Es sieht nach Lift aus. Okay. Ich bin überhaupt nicht nervös. I have no idea what that is und warum hier so viele Leichen sind. Sind das die eigentlichen Herrscher gewesen? Ist das sowas... Friedhof oder sind es die Dinger aus den Kapseln und... Hä? Die Macher von diesen Spielen müssen ja echt wunderbare Träume haben. Da geht's irgendwo hin. Schauen wir mal, was es hier hat. Es ist bestimmt auch noch irgendwas. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Konsole hier. Und da oben hat es auch noch meine Stage und Eingang nach hier hinten. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es mal für Episode 1. Mal schauen, was uns hier jetzt noch so erwartet, aber gut wird es vermutlich nicht sein. Spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.